بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jeder, der seinen Stuhlgang oder auch seine Blase nicht unter Kontrolle hat, bei dem kommt es darauf an. Erster Fall, es gibt eine Zeit, in der diese Person ein gültiges Gebet mit einem gültigen Wudu verrichten kann. Dann muss sie das in diesem Zeitraum verrichten. Die zweite Möglichkeit, die zweite Situation ist, dass diese Person ihren Stuhl und ihren Uringang überhaupt nicht unter Kontrolle hat und es ständig dazu kommt, dass etwas den Körper verlässt. In diesem Fall reinigt die Person sich zu Beginn der Gebetszeit, verrichtet den Wudu ganz normal. Danach verrichtet sie so viele Gebete sie möchte und ihr Wudu bleibt gültig, bis eine von zwei Sachen geschieht. Entweder die Gebetszeit läuft aus, dann ist das Wudu ungültig. Und der zweite Fall ist, dass die Person etwas tut, wodurch der Wudu ungültig wird. Beispiel, wenn sie ihren Uringang nicht unter Kontrolle hat, dann wird sie, der Wudu aber trotzdem ungültig, indem sie ihr großes Geschäft verrichtet und so weiter und so fort. Das heißt, nur diejenigen Dinge, die normalerweise den Wudu ungültig machen, machen den Wudu nicht mehr ungültig bei so einer Person, wenn sie die Sache nicht unter Kontrolle hat. Ansonsten alle anderen Dinge machen den Wudu ungültig. Anderes Beispiel, eine Person leidet also unter Harninkontinenz, sie hat ihren Urin nicht unter Kontrolle, aber wenn sie zum Beispiel Geschlechtsverkehr hat, dann wird dadurch auf jeden Fall der Wudu trotzdem ungültig. Wallahu tabarak ta'ala a'lam.